Der Schauspieler, der unter anderem 2 Jahre lang in der US-amerikanischen Seifenoper Springfield Story mitwirkte, verstarb bereits am Mittwoch, dem 26. Juni, im Alter von 80 Jahren in einem Hospiz in Manhattan. Renee White ist ein amerikanisches Model, das in den 1970er Jahren als eines der ersten schwarzen Männermodels große Bekanntheit erlangte. Er wurde bekannt, weil er als erster afroamerikanischer Mann auf dem Cover des GQ-Magazins erschien, was ein bedeutender Meilenstein in der Modeindustrie war. Er war von Beginn an ein Wegbegleiter der Karriere des Modedesigners Jeffrey Banks, den Banks sogar seiner Mutter vorstellte und der von ihr als Banks, älterer Bruder, bezeichnet wurde. Der Modedesigner wird sich immer an die Barrieren erinnern, die White in seiner rund 50-jährigen Karriere durchbrochen hat, sowie an die Liebe, die er als vertrauensvoller Freund geteilt hat. Damals gab es nur sehr wenige schwarze Models. Er hat wirklich Barrieren durchbrochen, auf die er stolz gewesen sei. Während seiner Karriere arbeitete er unter anderem mit Top-Designern wie Bill Blass, Calvin Klein, Ralph Lauren und Donna Karan zusammen. Er arbeitete auch als Schauspieler und übernahm die Rolle des William Reynolds in der Serie Guiding Light, in der er in den 1980er Jahren 2 Jahre lang zu sehen war, eine Rolle, für die er eine Modelpause einlegte. Zu seinen weiteren schauspielerischen Leistungen zählen laut IMDb die Filme Central Park 2017 und Gun Hill 2014, während The Morning Call 1987 feststellte, dass er auch eine Rolle in The Stepford Wives hatte. Seine Karriere und sein Einfluss machten ihn zu einer wichtigen Figur in der Geschichte des Modellens und der Filmindustrie. Möge er in Frieden ruhen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wenn dich dieses Video berührt hat, schreibe bitte einen freundlichen Satz der Anteilnahme als Kommentar unter das Video und like das Video. Wenn du keine weiteren Nachrufe verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Vielen Dank!